Und damit willkommen zurück hier im TechLabs Cup 2013 im Consolidation Finale zwischen Virtus Pro und NAEC. Und ESC hat hier die Chance, sich zu revanchieren für das Auftaktmatch heute auf Mirage. Diesmal das 2, eine sehr gute Map, finde ich. Auch sehr schön, dass wir die jetzt auch noch sehen. Wenn wir nachher noch Nuke im Finale haben, dann wäre das wirklich super. Da hätten wir alle Maps durch, alle Maps im. Aus dem Map-Pool. Und die Map trage ich natürlich auch noch ein. Und es geht auch schon los. ESC darf Terror anfangen. Mal schauen, was sie hier in der Pistole auspacken. Virtus, ein netter Push da Mitte. Boah, was. Lang gestorben direkt. Der Fox auf dem Spot hat sich wahrscheinlich nur kurz gezeigt und hat instant die Shots bekommen. Boah, ein Angel super aggressiv mit da oben. Man hat die auch TBs gesehen, kann somit ansagen, dass sie wohl B gehen wollten. Aber ESC rast komplett aus mit den Glocks. Weiter an kurz. Pro ist es bekannt. Können da locker. Ah, nicht so viel Risiko. Boah, Tess, Tess. Zweiten macht er nicht. Adrian aber auch schon low. Smoke, lang ist durch. Ah, wo will er jetzt noch hingehen? Boah, schade. Netter Versuch nochmal. Hätte vielleicht noch einen bekommen. Aber ESC holt sich hier die Terrorpistole. 1 zu 0 die Führung auf das 2. So, aber Virtus Pro heute wirklich unglaublich aimstark. Vorhin gegen Navi schon ein sehr gutes Spiel gemacht. Was Neo da von der Pistole fängt, auch krass schon wieder. Also es könnte ein richtig knappes Spiel nochmal werden. Aber ich glaube, ESC ist jetzt viel, viel heißer als vorhin. Ja, und noch auf Mirage. Vielleicht ist es ja sogar eine bessere Map für ESC, wer weiß. Fox aber heute auch wirklich eine gute Arbe. Mal schauen. Von Pascha haben wir noch nicht so viel gesehen. Eine Eco wird das aber auf jeden Fall noch. Eine lange Einnahme, aber Lord. Nee, doch nicht. Dachte, sie gehen direkt B raus. Oh, wird ein B-Split in der Eco. Auch nicht so häufig gesehen. Boah. Der ist so stark. Auch noch Angel letzte mit P250 Mitte oben. Das ist auch bekannt. Und Katze auch noch von Tess mit 28 HP. Starke Runde von ihm. 3 zu 0 SC. Und direkt die Awe auch bei Fox. Nicht auf jeden Fall. Das sieht eher schon nach einem Bego aus, sonst würde glaube ich einer lang abdecken. Tess, Neo nehmen da erstmal kurz gemeinsam ein. Okay, es schiebt doch noch einer nach. Jetzt nochmal zu lang, wahrscheinlich aber nur am Abdecken. Gar nicht wirklich zu erkennen, was ESC jetzt hier vorhat. Sind sehr aufgesplittet. Kuben wirft noch eine Smoke lang.
Kante, glaube ich. So, sind echt Mitte raus. Boah. Fox ist den Shot, aber da fehlt, glaube ich, die Smoke. Wieder ein starker Frag von Ted. Im zweiten Down, aber was hat Kucher da gemacht? Hat er die Ansage nicht bekommen oder was? Angel Mitte oben, lang rausgepusht. Schön, Pascha mit seinem ersten Schuss. Und jetzt im 1-2. Switch direkt auf AK. Muss die Bomben Mitte oben, Mitte unten holen. Und Fox hat ihn gesehen, hat er. Boah. Bitter, dass er da direkt geschossen hat. Pascha will offenlegen, hat nicht mit Angel schon gerechnet. Virtus Pro holt sich die erste Equipped Round. 1-3. Polen haben wir aber Geld. Pascha auch nur mit AK. Oh, Virtus direkt wieder am Agieren. Hat das eingenommen. Von Angel, die weggedreht von der Flash. Hat das oben mit auch gepusht. Sehr schön die Einnahme von Virtus. Kurz jetzt auch geblockt. Sehr schön, wie sie sich da noch rausflächen aus der ganzen Sache. Und damit super viel Zeit raus gerade. Schade, das war vielleicht ein bisschen zu schlitzig von Fox. Ich weiß nicht, ob B jetzt so eine gute Wahl ist. Also Angel. Das ist eigentlich alle heute sehr stark. Bei Kucher noch nicht wirklich aufgefallen, der Rest aber auf jeden Fall. Hatten alle ihre Aktionen. Oh, es sieht einen Fuß. Oh, kann den Headshot leider nicht setzen und Pascha ist noch in der Mitte. 30 Sekunden, die Bombe. Wahrscheinlich safen. Oder hier noch. Safen bringt das eh nicht viel. Wir müssen wahrscheinlich sparen. Versucht hier noch eine Waffe zu ziehen. Aber Fox trifft den Schuss. 2-3. Virtus Pro holt ihr auf. ESC muss in die Eco. Und ich glaube, mit einem Argo werden sie besser beraten. Dann kommende Runde. Investiert oder was? Eine AK bei Lord. Berlin kann da auch mithelfen. Boah. Super wichtig von Tess. Ist aber noch weggeflecht und Lord ist rausgegangen. Pascha in der Grube mit 2 HP habe ich gerade komplett übersehen. Boah, der kassiert Headshot von Adrian. Gerade da unten wurde, glaube ich, auch gespottet. Oh. Kucher. Alter. Und da habe ich ihn eben noch kritisiert. Oder zumindest gesagt, dass er mir noch nicht aufgefallen ist. Und dann haut er direkt so 2 Schellen raus. Ausgleich. Spätestens jetzt muss ich sie aber sparen. Sogar noch bekommen. Aber full flashed. Oh, Fox da an der. Muss ich. Fühle mich gerade. Fühle mich gerade an eine geile YouTube-Szene. Oder an eine geile Szene von ihm erinnert.
wo es auch einen YouTube-Clip auf jeden Fall von gibt. Da stand er auch lang mit Abel, aber ich glaube gegen eine Waffenrunde und hat, glaube ich, Ace gemacht. Da an der gleichen Position, aber noch ein 1-6. Das war auf jeden Fall sick. Auch die Shots eben, vor allem die Pistol-Shots dann danach. So, ein zügiger Aufbau, wenn ich sie übercut das. Pascha wieder mit Abe. Diesmal aber in der Mitte. VP steht da auch. Sehr defensiv, diesmal ist keiner kurz offensiv. Die Polen haben wieder ein B-Split. Boah. Das ist so gut. Tess macht so wichtige Trades, das ist echt unglaublich. Neo auch noch die Vor-B geholt. Und da kann wird es einfach direkt sparen. Unglaublich guter B-Go. Wo stand der denn mal Vor-B? Da, okay, stand aber auch echt nicht gut. Vielleicht war er gerade am Schieben oder sowas. Schien auf jeden Fall gutes Timing gewesen zu sein. Auch hier Kuben. Instant Shot. Instant Headshot. Oh, den zweiten auch noch. Also gefällt mir auch, muss man sagen. War als T auf Mirage, glaube ich, die Bank. Sag mal, die wissen doch, dass Organa gedetected wird. 4-4. Was hier schon wieder in den ersten 8 Runden für Schellen fallen, das ist... Das ist auf jeden Fall nippwürdig. Das hat VP ja vorhin auch schon gezeigt. Spielen wieder in Push. Raven kommt auch wieder über Cutters. Oh, diesmal kassiert ESC da aber nicht den Frag. Jetzt lang erfolgreich. Oh, Pascha Test direkt vor dir. Oh, Neo daddelt ihm einfach rein. Was macht der denn da? Neo hat da wahrscheinlich gesagt, dass Test schon weiter vorne ist. Oh, dann sind sie bestimmt richtig mad. Sieht auch durchs Tor. Und sie kriegen einfach Dossier nicht kaputt, der die Chance aufs Ace hat. Und Dossier macht das Ace. Überlebt mit 53 HP und sogar noch Equipment. Alter. Alle da an lang gestorben. Keine Chance gegen ihn. Dieser Leichenhaufen sagt einfach alles. Und es ist wahrscheinlich wieder eine Pause. Tja, haben sie es ihm auch wirklich einfach gemacht. Dieses Ace. Tja, Virtus geht in Führung mit 5 CD-Runden schon ohne Pistole. Da sieht ESC leider nicht so stark aus als Terror. Und es wurde ein Timeout genommen direkt. Weil die Runde war wirklich komplettes Chaos. Man muss da echt diese Cutters-Pushes in den Griff kriegen. Gegen die darf man einfach nicht sterben. So, die Frage, wo die LAN ist. In Russland, in Moskau, um genau zu sein. In einem riesigen Shopping-Center. Und das wird lustigerweise von IKEA betrieben. Heißt Wettbewerbsvorteil für NIP? Wer weiß, wer weiß. Ja, vielleicht bin ich. Ja, ein Köttbullar. So, der Sieger bekommt 8000 US-Dollar
Der zweitplatzierte 4000. Dritter 2 und der letzte 1000. Letzter Platz steht auch schon fest mit Navi. Und derjenige, der hier verliert, ist auf jeden Fall schon mal Dritter. Und im Overall-Finale, was übrigens doch jetzt ein Best, also doch ein Best of 3 ist, beziehungsweise es ist ja ein Best of 2, wenn man so will. Denn das Team, also entweder ESC oder VP, brauchen zwei Maps, um gegen NiP zu gewinnen. NiP benötigt nur eine Map. Also starten quasi mit einer Map Vorsprung in das Best of 3, was kein echtes ist. So, der Time hat vorbei. Ich hoffe mal, ESC hat jetzt die richtigen Schlüssel draus gezogen. Das müssen wir wirklich erstmal schaffen. Pistol holen. Und jetzt hier 6-4 gleich hinten liegen. Oh, ist schon wieder so ein Lag, Alter. Dachte, das war eben schon. Interessant, es gibt keine Nachladeanimation. Ach, ich glaube, das wäre auch zu kompliziert. Neo ist nicht ganz drauf. Das hat Fox Sonne Headshot gegeben. So. Kann es jetzt bitte mal endlich weitergehen? Jetzt hängt es schon wieder. Aber. Wieder lustig durch das Ragdoll, wie die Leichen dann da liegen. Was ist das da eigentlich? Funkgerät oder was? Oder Taschenlampe? Das alle? Ja. Sein. Das sieht aus wie eine Taschenlampe. Alter, verarscht uns, Valve. Viele, eingeschlossen wir, würden sich eigentlich gerne ein Flashlight wünschen, wieder. Aber gibt's ja leider nicht. Weiß nicht, ob das irgendwann nochmal kommen sollte. Wird wahrscheinlich wieder zig Probleme verursachen, da jetzt noch Lichter einzuführen oder halt eine Taschenlampe. Es wäre aber ganz cool, weil dann sind diese lustigen Nachtmaps wären dann noch viel lustiger zu spielen. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal im Workshop durchgestöbert habt, aber da gibt es ja von den ganzen Standard-Maps auch Nachtversionen, die zwar nicht unbedingt schön sind, aber ja, auf jeden Fall lustig zu spielen. Mit Flashlight dann natürlich noch mehr, wenn es dann auch wirklich gut aussieht. Naja, wenigstens hat man jetzt die Hostage-Sachen geändert. Das soll ja auch ganz gut sein. Zumindest für den Casual-Bereich. Ja, die Granaten hängen auf jeden Fall immer am Gürtel. Und das ist eine Tasche fürs Messer, damit gehe ich ja mit. Das braune, aber das schwarze. Darum ging es mir ja. Ah, jetzt sieht man es gut. Das muss eine Taschenlampe sein.
vorne das Glas dann so zum Drehen für den Fokus. Ah, kann mir keiner erzählen, dass es keine ist. Die Handytasche zu Mami anrufen. Naja, die brauche ESC auf jeden Fall auch gerade. Denn. Also wirklich eine Chance haben sie gerade nicht. Mann, wie lange ist denn der Timeout? Sie haben doch vor allen Dingen schon längst Go geschrieben. Das habe ich vorhin gerade erklärt, Dirty La. Es ist ein Best of 3, ja, Monip führt halt mit 1-0. Brauchst somit nur noch eine Map. Das andere Team würde dann 2 verbrauchen. Eine Runde Montagsmaler könnte ich dann noch machen, um meine restlichen Sachen rauszuhauen. Na okay, Edwin war da weg. Das entschuldigt ein bisschen die Angelegenheit. Fährt hier gerade wieder auf dem Boden rum. Sehr gut. Endlich hat man auch mal First Pick gesetzt. Man fährt hier einfach kurz durch. Die Animationen backen gerade extrem. Boah, die machen einfach keinen Step. Gleiten die ganze Zeit auf dem Boden. Bombe wird gelegt. Boah. Das Test immer. Feine in den er hat nicht mal da wirklich richtig vorgeämpft oder so, sondern es sind einfach so richtig krasse, sicke Reaktionsshots. So, aber ich sehe mit der Anschlussrunde. Block noch allein die Mitte. Meistens ist dann nochmal nach einer am Tor, so wie Adrian. Zumindest relativ close. Oh! Sauber gemacht. Flächen ihn da weg und ich glaube, er ist sogar hängen geblieben an der Wand. Sagt zumindest kurzzeitig so aus. Es wird ein A-Split. Lang sitzt den Contact. Dosier macht einen. Kurz macht auch wieder Druck, lang wartet, also sie machen das wirklich super. Immer so ein kleines Hin und Her. Reload bei Pescher. Bei Taz. Lang fällt auch nicht. Oh, und da Fox da überlebt hat, hat Lord jetzt eigentlich keine Chance mehr. Kann zwar nach dem Frag setzen, aber in die Arme von Fox. Boah, die Mates sind auch direkt da. Herz war die Bombe. 30 hab mal. Ist HP. Super starke Deckung. Da hat es einfach zu lange gedauert, den Spotspieler zu killen. Beziehungsweise lang hätte dann vielleicht doch mal eher auf den Frag gehen sollen in der Grube. Damit sich der Headshot-Rampe-Spieler halt wirklich auf die zwei Seiten. Nach zwei Seiten entdecken muss. Und sich nicht auf eine Seite konzentrieren kann. B-Split in der Eco, Kuben allein mit AK. Kann den auch machen. Ist aber sehr, sehr low. Da lag auch keine Smoke. Leichtes Spiel für die CTs. Lord wieder mal letzter. Und der stirbt auch. 8:5. Junge, Junge, es wird pro stark.
so ein breit gefächerter Aufbau. B, sind sie wirklich noch nie so wirklich direkt rausgegangen? Ich meine, klar ist am Anfang schwierig, wenn dort die Smoke liegt. Ach, zum Beispiel jetzt, guck mal, jetzt gibt es so ein Zeitfenster. Sie einfach vor B schieben. Klar, es ist schwierig, das zu finden, aber jetzt sind sie wieder auf Spot. Das ist auch keine Arbe dort. Wenn man da einfach mal contacten würde. Oder einfach mal abnehmen. Jetzt pushen sie rein. Das geht vielleicht auf. Not ist blind. Da ist aber noch einer vor B. Der ist reagiert gut drauf. So, jetzt die Flash rein. Oh, ist das bitter gerade. Mann, jetzt schippt auch ein Loch. Schön von Tess geschossen, aber es reicht nicht, um den Flag zu setzen. Lord, jetzt von hinten, die Smoke liegt noch. B ist frei, 2 und 2. Auch wenn man hier den HP-Nachteil hat, hat man keine Chance gegen Fox, der ihn durchs Tor macht. Ey, dieser Junge, was der genommen hat. Oh, der eine gibt über Katasgas. Pascha, der hat nicht. Ah, Papa gibt Headshot. Mit einem HP überlebt. Und Dossier ist super weit weg, hat aber jetzt den Vorteil, dass er weiß, wo er ist. Pascha ruft ihn aus. Der muss eigentlich nur noch Zeit rausholen. Vielleicht reicht es sogar. Und es reicht! Pascha gewinnt hier das 1-on-2 mit dem unglaublich krassen Headshot in die Cutters. Überlebt da glücklicherweise mit einem HP. Und macht die 6. Runde klar für die Polen. Uiuiui. Aber nur durch so eine Einzelaktion kann man hier die Runde machen. Ja, wobei, jetzt war natürlich auch wieder Pech, dass der Fox durchs Tor tötet. So. Das muss man natürlich auch bedenken. So, jetzt nochmal dieser schnelle Kurzgo. Klar, warum nicht? Hat vorhin schon mal geklappt. Sich da allerdings selbst weggeflecht. Wahrscheinlich schon lang hinten durch. Frage, ob das ungesehen war. Boah, ich glaube, das ist ein bisschen zu weit raus. Michel sieht ihn nicht. Boah, war sogar fast drauf. Hat ihn dann doch nicht bemerkt, dass er da schon durch ist. Und ist hier wieder den Split nochmal aufgezogen, schickt dann nochmal 2 über lang. Also 2 zum Helfen. Und genau das ist die Situation. Fox kann sich dann nicht mehr auf kurz konzentrieren allein, sondern muss auch lang gucken, ist dann komplett, steht dort komplett offen, kann von beiden Seiten attackiert werden und stirbt dann halt einfach. Und Kura stirbt auch, 7-8 die Halbzeit, aber das war sehr, sehr schwach von ESC, nur 7 Runden klar zu machen. Auf der anderen Seite wird das Pro wirklich unglaublich stark, unglaublich aimstark, decken wirklich super und jetzt wird es super schwer für die Polen. Hier gegen die Glocks standzuhalten. Neo liegt direkt lang an. Da gibt es gleich eine Flash von Fox, glaube ich, von hinten. Ja. Kurz ist auch schon von. Stirbt er diesmal. Letztens hat er so unglaublich Headshots gegeben. Oh. Was will Neo jetzt noch machen? Da kannst du auch gleich Kill eingeben, wenn die Kurzspieler sterben, als lang, wenn du lang deckst. Oh Gott. Sehr, sehr blöde. Also, aber warum? Warum steht man da auch oben? Der eine hier, der andere. Da hat Schild, macht schöne Rückengymnastik hier mit der, mit dem Korb. Aber sehr komische Pistole irgendwie. Oh, das Knife ausgepackt. Also jetzt wird es zur Verhöhnung an. Aber die haben sie sich auch hart erarbeitet. Hoffen wir einfach nur, dass falls wird es gewinnt. Das Finale spannend wird. Aber das letzte Match wird es gegen Nip vorhin. Das hat er schon einiges versprochen. Und das war sehr geil. Von daher könnte das Finale
auch spannend werden. Bin auch auf die Map dann gespannt. Ich hoffe ja immer noch auf Nuke. Weißt du, jetzt stacken sie mal irgendwo. Warum nicht einfach in der Pistol? Also jetzt nicht ein Spot, aber einfach mal irgendwo kompakt stehen. Ich halte da nicht viel von, in der Pistol so quasi wie in der Waffenrunde zu stehen, dass jeder irgendwie sowas deckt. Weil im Zweifelsfall kommen da eh mehrere Terrors. Und hast du halt allein eigentlich keine Chance, wenn du Instant Heads gibst. Virtus kommt ja auch ohne jegliche Gegenwehr auf den Spot. Ist abgedeckt. ESC wird sehr schwer haben, hier auch nur einen Effekt zu bekommen. Haben aber immerhin alles abgedeckt, wo sie es safen können. Also lang könnten sie natürlich trotzdem hinten Grube bleiben. Aber Neo, der einzige, der jetzt vielleicht noch auf den Gegner trifft. Wenn sie sich dann nochmal zeigen. Aber er geht auch weg. Alle 10 überleben einfach mal in einer Runde. Sich Neo hatte dann Gegner Kontakt. So, noch eine Eco. Ich bin es einfach nochmal. Ah, diesmal sind wir mal in der Nähe. Mit der Bombe halt noch super weit weg. Es gibt den Big O. Mal schauen, wie es hier da was gegen machen kann. Da schaut niemand Loch. Das ist so ein Witz. Warum schaut denn da. Aber ich meine, gut, der Go kam auch sehr plötzlich. Aber trotzdem. Und der Agent kann da einfach durchstrahlen. 11 zu 7. Die Führung für Virtus Pro. Aber bei Pascha. Fox auch mit Aave. Oh, kein Hit gegeben. Das steckt aber auch lang. Und der Go auch hier bei Virtus direkt kurz Kontakt. Neo wird da der sein, der das aufhalten darf. Hat auch keinen Support. Sieht sie schon, kommt weg. Nate sitzt gut. Ja, sehr schön. Da ist es noch keiner gesprungen. Es gibt noch eine Gegenfläche. Instant die Hits. Oh, da wollte doch noch eine Runde springen. Der hat Test gemacht. Sehr wichtig. Sie scheint ja auch irgendwie total planlos. Laufen dann irgendwie einfach rein. Test macht den zweiten. Was auch immer dadurch sie ja vorhatte. Jetzt wird es wirklich nochmal knapp. Müssen sich dann nochmal auf Spot boosten. Boah. Oh, Tess rettet hier die Runde. Pascha hat auch lang die ganze Zeit gewartet. Frank setzen können. Jetzt ist Tess schon schräg gefasst. Oh, den kriegt er nicht. Aber Kuben macht ihn von unten. Boah, die Runde habe ich aber schon sowas von verloren gesehen. Schön noch gerettet von Tess. Allerdings unverständlich, dass sie da, dass da zwei einfach unten Base sterben. Obwohl der Spot schon eingenommen ist. Trotzdem ein guter Go. Ich denke mal, die Taktik werden sie nochmal spielen. Boah, ein Test kriegt einen Shot. Aber ein anderer Aufbau bei Virtus. Also das ist wahrscheinlich der Standardaufbau. In der ersten Runde hat man ein kleines Special gespielt. Kurz ist gar nicht geblockt. Neo wird jetzt auch noch spotten.
Also A ist außerhalb. B hat man jetzt auch nicht mal Kontrolle gehabt die ganze Zeit. Tess ist auch vor B. Super defensiv. Das Ganze. Und deswegen kann Virtus auch machen, was sie wollen. Setzen jetzt zum B-Split an. Beide mit einer Flash-Kombi. So. Flash kommt. Flash kommt nicht. Der Flash von Tess hat super gesessen. Hat zum Glück noch den zweiten gesehen. Boah, sehr gute B-Deckung. Vor allem natürlich wieder Tess. Wer sonst? Fox, schöner Move auf die Kiste. Oh, ein Kuben. Das hier hat aufgepasst. 2 gegen 2. Oh, gute Gegenflash. Nord hat auch ein Kit. Das wird nochmal wichtig. Das dauert nämlich gerade relativ lange. Pascha verbratzt da. Und Lord im 1-2 richtig jetzt unter sie her. Und er macht es mit Dotlock. Finde ich ihn da. Oh Mann, da macht Tess und Kuben schon so einen soliden Job. Oh Mann, ey. Und das wird, denke ich mal, besiegelt sein schon fast. Eco Bay ESC, dann schon die 13. Runde. Geiles Timing, aber leider nicht auf den Kopf. Sonst hätte ich ihn gehabt. Wirklich geil, der einfach durch die Smoke Gas vor den T. Und der war auch super überrascht. Leute, ist ja Kurzspiel eben da nicht. Okay, aber weg. Hab ich aber auch nicht gehört. Der ist mit Weltreise über Terror Base. Sie hat ihn schon gesehen. Und Tess wird jetzt auch sterben. Und da ist die angesprochene 13. Runde. So, ich sehe. Alles oder nichts. Das direkt zu blocken und lang ist gestorben, Lord. Aber was macht er denn alleine dort? Im offenen Feld, verstehe ich nicht. Wenn Cutters pusht, warum ist dann einer lang allein hinten? Warum ist der nicht auf A? Oder ist kurz mit? Sehr unverständlich, was ich sehe, gerade fabriziert von meiner Seite. Flash, aber eine schöne Flash, ein guter Frag. Holt halt keine Runde. Pascha, aber gutes Aiming. Ah, 3 HP, dann schon wieder viel zu viel Hits bekommen. Ich würde es ihm natürlich gönnen, aber mit 3 HP dann leider unmöglich. 14-8, jetzt gucken wir uns aufs Geld. Und das sieht nicht gut aus. Sound kommt gerade von den Terrors rüber, deswegen nicht wundern, hier wird nicht gekauft. Bis auf P250, eine Smoke bei Tess. In die Mitte. B-Contact. Eigentlich immer ganz gut gegen die Eco, finde ich. Kann gut machen. Aber keinen zweiten. Pascha, Neo. Pascha. Oh, wird direkt gejagt, sind schon vor B. 15-8. Was ESC hier gerade auf den Sack bekommt, hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Ich glaube, hatte wirklich gedacht, dass sie sich für Mirage hier revanchieren. Letzte Chance für ESC hier im Spiel zu bleiben. Sonst schließen sie das Turnier als Dritter ab, nehmen 2000 Euro mit
nach Hause. Und es streicht sie auch gerade ein bisschen von der vermeintlichen Favoritenliste für Copenhagen Games. Meiner Ansicht nach. Push ging diesmal besser auf. Diesmal ist auch Neo mit an lang. Man hat den First Track. Kuben übernimmt jetzt wieder B. Und Tess kann da jetzt gleich noch auf 2 treffen. Aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum er dann nicht kurz off ist, wenn Tess allein ist. Mit dem zweiten rechnet er nicht. Hat sich da wahrscheinlich auch verhört. Oh, das ist immer ein schönes Doppel auch. Neo hat da nochmal kurz geschossen. Einer ist im Eck. Dort müsste den eigentlich haben, außer dass ihr pratzt da auf Spekulation. Kommt der jetzt vor? Sehr schön gemacht. War schon nach Base, nicht mit oben. Beide über kurz. Vierer Kiste angesagt. Och, Fox. Schon wieder gekommen. Und den zweiten, das ist so ekelhaft, dass man einfach die Sounds von Fox die ganze Zeit hört. Und ich weiß nicht warum. Oh, den hat er verschossen. Sah eigentlich drauf aus. ESC bleibt aber nochmal im Spiel. Eine Runde noch geholt. 9. overall. Fox verliert die Arme, was wichtig ist. In Anbetracht des Geldes allerdings nicht mehr so wichtig. Virtus kann auf jeden Fall kaufen. Variieren das jetzt auch gut mit Pascha. Oh, endlich mal ein kleiner Move da auch. Oh, keiner Cutters. Vorhin ja zwei da drin. Edwin deckt dann nur ab. Auch an einer eher komischen Pose. Normalerweise eigentlich oben immer an der Kante hier. Damit man sich auch schnell weg kann. So, lang lässt man auch das erste Mal, glaube ich, hier wirklich offen. Pascha gegen Fox. Wissen jetzt beide, wo sie sind. Lord blockt noch kurz. Lord. Nate. Oh, Neo wird weggesprengt. Flash von hinten. Kann durchhalten, aber nur einen machen. So, wenn Pascha jetzt nicht schleunigst da was hittet, er stirbt. Tess über Base. Lord. Tod. Kuben. Jetzt erst am Schieben. Tess schon viele, viele Hits bekommen. Das. Also einzig Kuben kannst du noch reißen. Oh Gott, die Frau leckt gerade wie Sau. Nicht mal einen flüssigen Step machen und sie haben auch zu lang gelegt. Besser können sie es wirklich nicht runterspielen. Kreuzen jetzt auch noch gut. Und der stirbt. Der ist letzte mit 7 HP, mit 5 HP. Lord direkt rausgegangen. GG, ESC ist raus. Sind Dritte. Virtus zieht ins Finale ein. Und dort wartet Nip schon. Virtus auch vorhin schon gegen Nip gespielt. Und die sind heute richtig gut drauf. Hoffen wir mal auf ein schönes Finale, vielleicht sogar über 2 Maps. Das wäre wirklich gut und wäre wirklich die erste Map-Niederlage für Nip im LAN.